ist ein Let's Play von mir. Ja, wir haben jetzt viel Story, viel Geschichte hinter uns gebracht. Ich hoffe, das Spiel geht mal bald langsamer in die Vollen. Nämlich Heavy Rain ist eigentlich so ein ziemlich trockenes Spiel zum Let's Play. Natürlich nicht so geeignet, würde ich mal behaupten. Weil man viel Laberei über sich übergehen lassen muss. Und für einen Let's Play ist das immer so eine Sache. Aber vielleicht gefällt es euch ja, wie ich es versuche rüberzubringen, nämlich. Und ja, schauen wir mal, was abgeht, wa? Jetzt sehen wir die ganzen Schriftzügen und Namen und Tools, Managers und habt ihr nicht gesehen. Und ja, Scripting Manager. Jetzt kommen wir, glaube ich, in unseren. Und da war meine Zunge wieder schneller als mein Mund. jetzt kommen wir, glaube ich, gleich zum ersten Tatort, wo wir den Polizisten zocken. Zwei Jahre später, nachdem der kleine Junge überfahren wurde oder auch nicht. Der sieht ja sehr, gut aus. Hey, Sean. Hey, Dad. Tolle Begrüßung. Tja, einst noch schön im Garten gespielt und gelacht und getanzt und getobt und so schnell kann sowas gehen. Das geht ruckzuck heutzutage. Ich glaube, wir fahren ja. Warte mal, die fahren noch andersrum. Ne, fahren die gar nicht. Hoppala. Ich dachte schon verkehrt rum. Ich war jetzt ein bisschen falsch. Gedenkt. Wow. Jetzt müssen wir Auto fahren. Erstmal den Zündschlüssel rum. Dann müssen wir erstmal den Gang einlegen. Nämlich auf. Was? Hat er gerade auf 4 gehauen? Ich dachte schon, in den vierten Gang hat er da den gehauen und gut ist. Und wieder Schrift. Haha. Hatten wir ja schon lange nicht mehr Schrift. Also immer diese Ladefrequenzen dazwischen, die zehren an den Nerven und an der Lust des Spiels eigentlich ganz schön immer. Man hat oft einen Ladebildschirm, man muss dann wieder warten und dann kommt wieder ein bisschen Story, dann darf man wieder ein bisschen laufen, dann kommt wieder ein bisschen Story. Das ist nämlich so eine, ne, Gewöhnungssache. Man muss so Spiele, echt, das sind eher Kinofilme, sag mal, zum Angucken eher, was das hier. Einst noch ein schönes, sehr, sehr schöne Wohnung gehabt und jetzt nur ein Haus besser gehabt und jetzt nur noch so eine komische. Möchtest du vielleicht was essen? Komisches Loch. Hast du Hunger? Ich glaube schon, ein bisschen. Mal sehen, was die Küche so hergibt. Oh ja, die Küche sieht sehr, sehr geil aus. Was haben wir? 4:45. Ist das eine Waschmaschine hier oder was? Ja, mach mal die Waschmaschine an. Wo haben wir denn den Kühlschrank? Den suche ich gerade so ein bisschen. Ein Müsli-Riegel. Ist das nicht geil? Nee, komm, ist gut. Mach zu, das Ding. Wo haben wir denn hier den Kühlschrank? Sollen wir ein bisschen verarschen? Ist das der Kühlschrank? Da ist er doch gewesen. Oder nicht? Na gut. Aha, wir haben extra einen Plan. Dafür haben wir die Uhr auch. Extra, was wir machen sollen. Ein Snack.
die Hausaufgaben, Abendessen, Schlafen. Naja, also ich finde das gerade ein bisschen übertrieben. Nee, nicht den Schrank wieder aufmachen. Ich wollte doch mal da an das Ding dran. Wie sitzt denn der Junge denn jetzt auf einmal da? Hier schon. Was zu essen. Danke, Dad. Kann man sich da eigentlich den ganzen Film angucken, wenn man wollte? Ich weiß es nicht. Der legt den Riegel einfach auf die Couch, Junge. Okay, hier bei dieser Bude braucht man sich, glaube ich... Ah, da ist der Kühlschrank. Weil wir jetzt die Uhrzeit erst, glaube ich, haben. Wir haben jetzt erst 16 Uhr noch was. Und jetzt können wir uns entscheiden. Ja, sauf mal einen Schluck daraus. Die ist noch ziemlich gut. 100% Fruchtgehalt. Lecker. Komm, noch ein Schluck geht. Komm, hau noch einer rein. Da ist noch ein bisschen Wodka mit drin. So, normalerweise müssten wir doch jetzt auch einen Snack machen dürfen, oder nicht? Wir müssen den Jungen mal fragen wegen Hausaufgaben bestimmt. Sean hat noch keine Hausaufgaben gemacht. Wie er da liegt auf einmal. Sean, wie steht's mit den Hausaufgaben? Bitte, Dad, ich möchte jetzt noch ein bisschen Fernsehen. Wir machen sie später, okay? Ich denke, wir sollten gleich damit anfangen, dann haben wir es aus dem Weg. Okay, hol deine Tasche und dann ab in die Küche. Ich helfe dir. Wir lassen es mal so typisch deutsch, lassen wir einfach jetzt mal den Fernseher an. Hier sieht man, um 6 Uhr müssen wir die Hausaufgaben fertig haben. Und wir haben jetzt, wenn wir hier auf die große Uhr gucken, wir haben nämlich schon... Er macht sogar das Licht an. Hey. Na komm, zeig mal. Wir haben nämlich schon 6:15. Die Stunde ist schon gleich rum. Ich helfe ihm gut. Der seelische Beistand bei den Hausaufgaben ist natürlich sehr, sehr wichtig heutzutage. Nee, du brauchst ihn zu sagen. Steh mal auf. Da kannst du auch genauso viel mal durch die Gegend laufen. Jetzt kannst du noch mal was fragen, bestimmt, oder? Grace hat Sean am Wochenende. Er scheint es kaum abwarten zu können, wieder bei ihr zu sein. Ja, auf jeden Fall haben die sich... Dad, ich bin fertig. Kann ich jetzt fernsehen? Lass mal sehen. Was muss ich jetzt sagen? Ich hab's ja vergessen. Ziemlich gut. Dann bist du fertig. Na, geh schon. Eigentlich wollte ich den Jungen jetzt ins Bett schicken. Das können wir wohl auch vergessen, weil nach der Uhrzeit, gucken wir auf unseren extra gemachten Plan, ab 7 Uhr ist Dinner angesagt. Und wir haben jetzt... Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann gucken wir mal, was heißt denn Dinner, also Abendessen. Den Kühlschrank können wir auch schon immer bedienen, wie man sieht. Eine sehr, sehr schöne Wohnung, muss ich echt sagen. Wieder auf Seite gegangen ist. Ich zieh ihn ab. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir noch hier machen können. Meine Wäsche müsste jetzt eigentlich fertig sein, ne? Ja, wir wissen es, wir haben so und so viel Uhr. Oh, jetzt ist voll dunkel. Krieg mir ja Angst. Ich sehe ja gar nichts mehr. Bring mal einer Licht in die Sache. Gucken, der für Filme sich da an. Und setz dich mal vernünftig auf die Couch. Der Schokoriegel liegt ja immer noch da.
Möchtest du dein Abendessen? Nein, danke. Ich habe noch keinen Hunger. Wie läuft's in der Schule? Ist dein Lehrer nett? Alles bestens, Dad. Also, willst du ein bisschen reden? Worüber denn? Ja, über dich, deine Freunde, wie alles läuft. Es ist alles wie immer. Sollen wir vielleicht ein bisschen zusammen spielen? Ich würde lieber Fernsehen schauen. Ha. Möchtest du dein Abendessen? Oh ja, ich habe großen Hunger. Gut, ich schau mal, was ich finde. Das ging aber schnell. Ich rufe dich, wenn es soweit ist. Gerade eben noch so, nö, kein Hunger, ein bisschen was ausgefragt, nur damit ich die Fresse halte und gehe. Da komm, ich sag jetzt einfach, ich habe Hunger, Hauptsache der haut ab. was haben wir denn noch so eine komische, angelutschte Pizza? Das ist doch einfach, oder nicht? Wir kommen jetzt in die Mikrowelle und schon sind wir alle glücklich. Oder die kalt essen? Ach, die kann ja eigentlich auch kalt essen, oder? Nee, komm, so gehässig sind wir jetzt mal nicht. Wo ist denn das da? Oh. Essen ist fertig. Das ging aber schnell. Supi und die qualmen doch schön. Die sehen sogar lecker aus, dafür, dass sie jetzt schon die ganze Zeit im Kühlschrank stand und... Total grün! Du kannst kommen, Sean. Essen ist fertig. Ich komme! Boah, wie ekelhaft. Die war ja total grün. Ich mach den Fernseher jetzt mal aus. Das geht ja gar nicht jetzt hier. Also, es gibt ja viele Leute, die gucken gerne beim Essen Fernsehen. Ich bin auch so einer, der gerne sowas sich angewöhnt hat, beim Essen Fernsehen zu gucken. Aber das wird sich bald auch bei mir alles ändern, weil das geht immer so weiter. Was ist das denn da? Ein zuhender Kamin? Eigentlich müsste der Junge, glaube ich, schon fast im Bett sein, oder? Wir haben jetzt 7. Um 8, glaube ich, ist Schlafenszeit. Ne, auf jeden Fall, mal so eine Frage an euch. Guckt ihr gerne beim Essen gerne Fernsehen? Oder seid ihr eher jemanden, der sagt so, nee, da muss die Klotze aus sein. Da sitzen wir alle zusammen schön gemütlich im Esszimmer oder halt in der Küche oder wie ist das bei euch? Bei mir ist es so in letzter Zeit, ich esse oft im Wohnzimmer und klotze bei Fernsehen oder hänge ja öfters vom PC und schaufel mir gerade mal schnell was rein. Aber ich habe schon ewig nicht mehr in der Küche gesessen beim Essen. Das müsste ich mal wieder langsam einführen. Wenn dann Fernsehen in der Nähe wären würde, wäre es schon lange gemacht, ne? Dann wäre ich schon lange hätte ich da mal in der Küche gegessen, wenn dann auch ein Fernseher stehen würde. Viele Leute haben auch in der Küche einen Fernseher. Also Fernseher ist ja überall. Was haltet ihr davon? Ja, warum stehe ich jetzt eigentlich hier in einem... Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler. Weil ich stehe jetzt hier gerade irgendwie im Stuhl. Sieht man das? Sieht man das? Ich stehe hier voll im Stuhl. Hallo? 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 Ich stehe im Stuhl. Da haben wir schon mal einen Bug gefunden. Ist das nicht schön? Ich stehe nämlich hier voll im Stuhl drin. Jetzt kommt er ja nicht raus. Aber irgendeine andere Steuerung geht auch nicht. Ja, zack, wieder drin. Du Arsch. Ja, auf jeden Fall wollte ich an der Stelle mal, glaube ich, mal eine Aufnahmepause machen. Es ist ja wohl scheiße gelaufen. Und in der Zeit versuche ich immer aus dem Stuhl rauszukommen. Und dann machen wir ab da natürlich weiter. Das gibt's doch nicht. Jetzt hänge ich in dem Stuhl fest. Das gibt's doch nicht. Gut, dann sag ich mal einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag. Ich hoffe, dieses kleine, kurze Let's Play hat euch gefallen. Na, es geht auf jeden Fall noch weiter an dieser Stelle hier. Und ich sage mal, heidi ho, tschüss, bis zum nächsten Mal. Schreibt schöne Kommentare, abonniert das Ganze und liked es, wenn es euch gefallen hat. Bis demnächst. Tschüss.